Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Ich schau immer, aber ich glaube, wir haben noch keine neuen Challenges. Wem spielen wir denn heute? Judas haben wir, Eve haben wir, Samson. Sazel habe ich tatsächlich gar keine Lust gerade. Wir probieren es nochmal mit Kane. Das habe ich jetzt. Hätte ich zweimal schaffen müssen, habe mich zweimal so dumm angestellt. So, wieder das Item. Das hat man im letzten Run schon. Ja, Champions Belt hätte ich natürlich gern. Oh, mal das mal. Irgendwie viele Münzen finden, das wäre schon sehr gut. Okay. Oh, schwierig. In so einem engen Raum von dem nicht getroffen zu werden, ist fast schon unmöglich. Aber irgendwann gehen die auch ja kaputt. Da, hier war sonst nichts. So, da im Shop habe ich eingeschaut. Ui, das war knapp. Hat der Große den anderen umgebracht. So, hier sehe ich jetzt auch unterschiedliche Lebensanzeigen. Upsi. So. Sehr schön. Das ist gut. Das heißt, wir kommen den 15 Münzen schon relativ nahe. Da kann er nicht sein. Hier kann er sein. An so dünnen Räumen. Kann immer kein Geheimraum sein. Komm noch näher. Ja, zwei Münzen noch. Sollte möglich sein. Wenn den hier sprengen. Das war leider nichts. Dann hebe ich mir eine Bombe auf und wenn gar nichts hilft, dann. Spreng ich den Automaten. So, super Geheimraum. Müsste eigentlich hier unten sein. Dann weiß ich's nicht. Ah, oder oben beim großen links. Doof, dass ich meinen Jobcounter eigentlich die ganze Zeit leer mache. Gut. Aber naja. Den werde ich schon irgendwann wieder voll bekommen. Ist eigentlich immer nicht so schwer. Aber hier kann auch kein super Geheimraum sein. Hier oben kann er nicht sein. Hier rechts nicht. War mir eigentlich sicher. Und ich weiß nicht, ob er am dünnen Raum seitlich sein kann. Da bin ich mir nicht sicher. Gut, weiter im Basement. Ein Pille für uns. Balls of Steel ist genau das, was ich in der Ebene tatsächlich haben will.
Ah ja, ich habe kurz überlegt, warum der jetzt. Ja. Warum der trotzdem drin spuckt. Aber es war ja ein rosaner Gegner, die springen immer drin. Sehr schön. Range up ist auch nice. Teilweise immer noch keine Ahnung, was die Effekte überhaupt sind. War das eine doppelte und ich lasse mich von der Dame treffen. Ja, wie dumm. Da waren jetzt schon zwei sehr unnötige Hits, die ich da kassiert habe. Gerade sagen, ob ich das Ding überhaupt nicht treffen kann oder. So, mal schauen, ob wir den Goldraum finden. Beziehungsweise übers Ob mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Sehr schön. Hui. Dark Bomb wird sich lohnen, okay. Unicorn Stump für 6 Sekunden Speed. Aber ich mache auch keinen Schaden. Ich bin einfach nur 6 Sekunden unverwundbar. Ah ja, da hätte ich jetzt natürlich gut in den Stachelrahmen gehen können. Okay. Ist jetzt eher ein schlechtes Item. Der nur spooky. Bomber. So, Range up. Noch mehr Herzen. So unverschämt viele Herzen. Aber gar nicht. Okay. Guppies vor. Und Guppies herball. Also Herball will ich nicht sichern und das eigentlich auch nicht. Ja, ich kann eigentlich hier nichts mehr machen. Außer einen Geheimraum suchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der am Minibossraum sein kann. Weil wenn nicht, dann würde ich nur eine Bombe verschwenden. Meine Familias liegen um mich rum. Jetzt laufe ich in das Reine, ich bin ja echt dumm. Naja, aber für die Stachelräume ist es eigentlich ganz gut. Ich kann rein und raus. Normalerweise. Tschüss. Der gibt irgendwie immer Schlüssel, habe ich das Gefühl. Ist mir immer so peinlich, wenn ich von denen getroffen werde. Das passiert mir leider oft. Range up. Bolt of Steel. Nice. Das ist schon, ich spiele schon echt gerne mit Ken. Immer wieder gut. Das ist super.
können unsere Range ein bisschen ausnutzen. Sehr schön. Und noch eine Kiste. Nice. Dadurch hätte ich natürlich eigentlich ganz gerne. Ich finde ich nämlich lustig. Oh, aber da müsste ich erst fliegen. So. Den Schlüssel im Überfluss. Ist schon sehr schwaches Item, aber okay. BFF wäre eigentlich schon ganz gut. So, wann habe ich denn diese Scheißwaage bekommen? Okay, size down. Noch ein Soul Heart. Ich kaufe jetzt. Gibt's da eine Karte? Ne, eine Karte gab's nicht. Ich wusste nicht, dass da so viel Geld rauskommen kann. Opens the Drap dann every shop. Wow. Klingt gut, aber kann ich mir leider nicht leisten. Schade. Was ist denn hier der Geheimraum, müsste ich Münzen abbauen. Dann bleibt eigentlich nur noch hier. Bin so dumm. Ich hoffe, dieses blöde Herz, Scheiße. Naja, egal, hilft jetzt auch nichts mehr. Soll mich jetzt nicht mehr ärgern. Da ja, direkt der nächste Goldrahmen. Danke für nichts. Okay. Ah, ein Münzlein nehme ich an. Zerstört. Alle Steine. Naja, hier sind schon viele Steine. Aber keine Trapdoor für uns. Jetzt haben wir wenigstens auch mal 15 Münzen. Das ist jetzt aber keine 15. Oh, ist eigentlich okay. Gut. War nicht schlecht. Was kann die? Pheromones. Pheromones. So, okay.
Na. Ich dachte nicht, dass ich das noch treffe. Was bist du? Muss ich nochmal durchlesen. Wenn ich Schaden bekomme, 25% Chancen, rotes Herz zu spawnen. Isaac blutet. Und spuckt Tränen in die Richtung, die er schießt. Bleeding does half a red heart of damage every 20 seconds. Okay. Wir bluten. Ob jetzt bei Treffern. Sehr schön. Bin ich gespannt, was der Effekt so macht. Pretty fly. Pretty fly. Nice. Oh, ich bin dumm. Okay. Also jetzt blutig durchgeht. Oh, Entschuldigung, ich mache sehr viel mehr Schaden. Aber ich dachte, ich verliere auch durchgehend Herzen. Ah ja, genau. Und das so lange, bis entweder ein Herz geheilt habe. Oder ich eben keine Herzen mehr habe. Erstmal ganz komisch. So, wir haben mal Angel Room Chance. Okay. Und jetzt hört's auf, wir haben Speed and Damage. Keinen Angel Deal, obwohl die Chance gleich hoch war. Ja. Ja. Ah, Mom's Knife ist gut. Will sogar, glaube ich, mal Mom's Knife. Wenn jetzt immer hier Mom's Knife machen. Das ist eigentlich ganz lustig, weil es halt auch ultra viel Schaden macht. Okay. Ich habe zwar vergessen, dass man das chargen musste. Jetzt warten mal kurz, bis wir einmal Schaden bekommen. So, die können wir einfach in unsere Falle laufen lassen. Ihr seht schon, es macht relativ viel Schaden. Sehr schön, nice. Nicht so nice. Wir haben einfach kein Glück mit Kane. Mit dem Lucky Charakter haben wir kein Glück. Ist ja lustig. Naja, hilft nichts. Dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.